Ja, hier im Bundesministerium für Landesverteidigung in der Rossauer-Kaserne präsentiert SPÖ-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil zielgleich neue Uniformen für das österreichische Bundesheer. Es ist eine Herzensangelegenheit vom Doskozil, das Bundesheer zu modernisieren. Bis 2020 gibt ja das Verteidigungsministerium 1,2 Milliarden Euro für Modernisierung, also für neue Geräte und Ausstattung im Bundesheer aus. Und wir werden diese neuen Uniformen, die Teil dieser Modernisierung ist, gleich sehen, was vermutlich auch Thema dieser Pressekonferenz sein wird, weil wir das im Vorfeld schon erfahren haben, wird sein, dass Hans-Peter Doskozil klarstellt, dass diese Investitionen, sprich die 1,2 Milliarden Euro für die Modernisierung des Heeres, dass da möglichst viel darauf geachtet wird oder großer Wert darauf gelegt wird, dass man da Unternehmen beauftragt, die in Österreich sesshaft sind. Das heißt, man möchte dafür sorgen, dass das Geld innerhalb Österreichs bleibe und hier mit auch eine bessere oder größere Wertschöpfung in Österreich generieren möchte. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz zur Präsentation der neuen Uniform des österreichischen Bundesheer und zur Machbarkeitsstudie der industriellen Vereinigung, Stichwort Bekleidungsmanagement, mit dem Herrn Bundesminister, dem Herrn Generalstabschef und mit dem Chefökonom der industriellen Vereinigung, Dr. Christian Hellmannstein. Ich darf den Herrn Bundesminister um seine Worte bitten. Ja, danke schön, sehr geehrter Herr Generalstabschef, Herr Dr. Hellmannstein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie zu dieser Pressekonferenz auch meinerseits recht herzlich begrüßen. Das Bundesheer hat ja in den letzten Jahren, eineinhalb Jahren, eine Veränderung erfahren und es ist uns die Möglichkeit eröffnet worden, auch entsprechend das Bundesheer zu modernisieren, in verschiedene Bereiche, die uns als wichtig erscheinen, auch zu investieren. Das ist der Bereich der Infrastruktur, das ist natürlich auch der Bereich beispielsweise der Mobilität, aber ganz besonders auch die persönliche Ausrüstung der Soldaten. Und es freut mich ganz besonders, dass ich Ihnen heute hier die neue Uniform des österreichischen Bundesheeres präsentieren kann. Diese neue Uniform ist funktionsfähig. Diese neue Uniform entspricht auch hinkünftig den internationalen Standards, den Standards, die sich unsere Soldatinnen und Soldaten auch verdienen. Und ich darf nun den Herrn Generalstabschef bitten, diese neue Uniform auch in der Konzeption und in der Funktionsfähigkeit entsprechend zu präsentieren. Danke, Herr Bundesminister. Meine Damen und Herren, die Uniform, die Sie hier sehen, ist eine Weiterentwicklung des Kampfanzug 03. 03 sagt alles aus, wurde im Jahr 2003 in etwa eingeführt. Im Bundesheer ist daher 15 Jahre annähernd bei uns in Verwendung. Es war an der Zeit, also eine Weiterentwicklung dieses Katz 03 durchzuführen. Was wir natürlich immer gemacht haben, war aufgrund von Erfahrungen der Truppe permanente Änderungen an unseren Uniformen durchzuführen. Hier sehen Sie einerseits eine weitere Weiterentwicklung des alten Kampfanzug 03 und aber auch die Einführung eines Dreiflecken-Tarnmusters. Warum sind wir dazu übergegangen? Aus zwei ganz einfachen Gründen. Der eine Grund ist, es ist es auch immer wieder eine Art Modeerscheinung bei Militärs, dass man von Zeit zu Zeit Uniformen anpasst und wechselt. Das ist aber nicht der wahre und der Hauptgrund gewesen, sondern weil wir einfach uns viele Jahre beschäftigt haben, wie wir unsere Soldaten bestens auch in Einsätzen schützen können. Was Sie hier sehen, ist ein Muster, wie es es in der Form kein zweites Mal gibt. Sie kennen schon den alten Fleckentarnanzug, Sie kennen den Pixeltarnanzug, wie Sie einen noch hier links von mir sehen. Das ist also ein zerrissenes Muster, was eine Kombination von beiden ist. Der große Vorteil an diesem neuen Anzug ist nicht nur, dass also die Stoffqualität wieder eine neue ist, sondern auch, dass wir dieses Muster, so wie Sie es hier sehen, auf jeden Anzug drucken können und auf die Einsatzräume bezogen, das Muster jederzeit ändern können. Das heißt, wenn ein Soldat in einen Raum geht, der wüstenähnlich ist, dann schaut das Muster eben anders aus. Und wenn einer in einen Wintereinsatz geht, dann wird es eben wieder andere Farben haben. Also ganz einfach, der Anzug ist immer der gleiche, der Aufdruck ist immer ein neuer. Was es dazu noch geben wird, auch in Zukunft, ist neben diesem hier rechts angeführten Anzug, den der Soldat und die Soldatin täglich anhaben werden, ein sogenannter Einsatzanzug. Der wird geht so ausschauen wie der links hier mit dem neuen Muster. Der Unterschied ist ein wesentlicher, dass dieser Anzug eine
Materialstruktur hat, welche schwerst entflammbar ist und auch Protektoren eingearbeitet hat. Das heißt, dieser Anzug ist eine wesentlich höhere Qualität und wird im reinen Einsatz angezogen werden. Also die Kombination von diesen beiden Anzügen wird in Zukunft der Standard des Bundesheeres sein. Dankeschön. Es war und ist seit Beginn meiner Tätigkeit auch ein klares und ein erklärtes Ziel unseres Ressorts, mit unseren Investitionen auch maximale Wertschöpfung, regionale, nationale Wertschöpfung zu erzielen. Wir haben das in vielen Bereichen schon bewiesen. Wir haben das bewiesen, vor allem in dem Bereich der Lebensmittelindustrie, gemeinsam auch mit dem Landwirtschaftsministerium wird hier das Ziel verfolgt, in den nächsten Jahren eine nationale, regionale Wertschöpfung bis hin 90% zu erreichen. Wir haben das bewiesen auch, wenn es darum geht, hier entsprechende Ausstattung und Mobilitätsfaktoren nachzubeschaffen. Ich darf nur erinnern an die Nachbeschaffung Bandur. Und in gleicher Art und Weise nehmen wir uns auch vor, dass wir im Bereich der Uniformfertigung im weiteren Sinn, im Bereich der Bekleidung im weiteren Sinn, hier versuchen, größtmögliche österreichische Wertschöpfung auch zu generieren. Zu diesem Zweck haben wir auch hier in Kooperation mit der Industriellen Vereinigung eine Studie erarbeitet, ob tatsächlich noch in Österreich dieses Know-how einerseits vorhanden ist, um diesen Ansprüchen, die wir stellen in unsere Uniformproduktion bzw. generell in die Bekleidungsindustrie gerecht zu werden, auf der einen Seite, und ob auch die Möglichkeit besteht, hier das praktisch zu realisieren und umzusetzen. Es gibt da verschiedene Denkprozesse und Denkmuster, die wir jetzt in einer ersten Phase in einer, wie gesagt, in einer Studie durch die Industriellen Vereinigung erarbeitet haben. Und mein Ziel ist es, in weiterer Folge dann diesen Weg zu gehen, ganz einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn wir Steuermittel zusätzlich bekommen, wenn wir Möglichkeiten bekommen, gerechtfertigterweise auch das österreichische Bundesheer zu modernisieren, neu auszurichten, dass wir auch in einer Möglichkeit, in einer rechtlich richtigen Art und Weise, wenn uns diese Möglichkeiten gegeben werden, einen Rückfluss wieder stattfinden zu lassen in die österreichische Wertschöpfung. Wir haben es auch vor ein, zwei Wochen präsentiert. Das österreichische Bundesheer ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Wir haben eine volkswirtschaftliche Rentabilität von 7,3 Milliarden mit unserem Jahresbudget, ganz abgesehen vom gesellschaftlichen Nutzen, der darüber hinausgeht. Und das ist mein erklärtes Ziel. Und daher darf ich jetzt Herrn Dr. Hellmenstein bitten, diese Studie auch zu präsentieren. Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr General, werte Damen und Herren. Als das Verteidigungsressort an die Industriellen Vereinigung herangetreten ist, ob wir uns an einer Studie zur Auftragsvergabe im Bereich der Heerestextilien beteiligen möchten, waren wir sofort elektrisiert. Die forschungsleitende Fragestellung dieser Studie lautet: Wie schaffen wir es, Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich im Kontext der Auftragsvergaben des Verteidigungsressorts zu maximieren? Und das Besondere an dieser Fragestellung ist, sie klingt auf den ersten Blick völlig harmlos, aber sie hat es de facto in sich. Nach der Theorie der komparativen Kostenvorteile, der berühmten Ricardo-Theorie, sollten wir eigentlich in Österreich keine Textilindustrie mehr haben. Die Textilindustrie ist natürlich auch zum erheblichen Teil nach Zentral- und Osteuropa, in die Türkei, sogar nach Zentral- und Osteuropa, nach Asien abgewandert. Und trotzdem kommen uns sofort entsprechende Firmennamen in den Sinn, wenn wir an die österreichische Textilindustrie denken, etwa Lenzing oder Voith. Das heißt, wir sind im Prinzip mit einer kontrarikardianischen Situation konfrontiert und das führt sofort zu der Frage, würden wir die heimische Auftragsvergabe stärken wollen? Hätten wir denn überhaupt die industrielle Kapazität in Österreich, dass wir solche Aufträge auch tatsächlich im Inland realisieren könnten? Und zweitens, schärfer noch könnte man sich die Frage stellen, wären wir bei der Industriellen Vereinigung Marktradikalisten, warum hat das der Markt nicht längst eigentlich von selbst erledigt? Adam Smith, unsichtbare Hand, sollte doch im Prinzip die Bedarfsträger und die Anbieterseite von selbst zusammenführen. Beides ist offensichtlich nicht der Fall. Das heißt,
Zugespitzt formuliert, bei dieser Frage, bei dieser Studie geht es um die Frage, erstens, können wir überhaupt verstärkte Auftragsvergaben des Bundesheeres in der österreichischen Textilindustrie realisieren? Und zweitens, sollen wir das überhaupt anstreben? Mangels der Präsentationsmöglichkeit hinter mir finden Sie die Unterlage in Ihren Presse-Handouts und ich darf Sie jetzt kurz durch die Hauptergebnisse der Studie durchführen. Der Frage, wie ist es um die industrielle Kapazität der österreichischen Textilindustrie bestellt, wurde vom IHS, Frau Dr. Mattei war es auch dort, beantwortet. Nämlich, wir haben es mit rund 1500 Textilunternehmen in Österreich immer noch zu tun, sowohl im Bereich der Industrie als auch im Bereich des Gewerbes. Und die stehen für 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Also was die pure Größenordnung angeht, wäre es überhaupt kein Problem, mehr öffentliche Auftragsvergaben in der österreichischen Textilindustrie tatsächlich umzusetzen. Für wie viele Beschäftigte steht die Textilindustrie in Österreich? 19.000. Das ist immer noch keine Quantität negligible. Man würde das kaum erwarten, dass nach so vielen Jahren und Jahrzehnten der Verlagerung von textiler Produktionskapazität ins Ausland wir immer noch rund 19.000 Beschäftigte in Österreich haben. Auch die wollen ja natürlich ausgelastet sein, auch die wollen einen produktiven Beitrag zur österreichischen Volkswirtschaft erbringen. Das wäre also die reine Produktionskapazität. Die zweite Frage der Machbarkeit bezieht sich darauf, wie es um die technologische Kapazität eigentlich bestellt. Und da habe ich eine sehr gute Nachricht für uns alle. Wir haben uns zum ersten Mal überhaupt angeschaut, wie ist eigentlich die Innovationsposition der österreichischen Textilindustrie weltweit. Und wir stellen fest, dass wir immer noch zu den ganz großen Spielern weltweit gehören, nämlich wir sind immer noch auf den Rängen 17 bis 21, insbesondere was hochinnovative, hochwertschöpfende Textilproduktionslinien angeht. Und das vor dem Hintergrund, obwohl weltweit die Zahl der patentierten Aktivitäten immer weiter zunimmt. Wir halten unseren Marktanteil bei den hochwertschöpfenden, hochtechnologischen, textilbezogenen Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungsaktivitäten weltweit. Damit Sie das sich einmal vor Augen führen können, wovon reden wir da eigentlich? Wir reden von 600 Erfinderinnen und Erfindern im Bereich der österreichischen Textilindustrie in den letzten 10 Jahren und insgesamt 800 Patenten innerhalb einer einzigen Dekade. Eine fürwahr beeindruckende Innovationsleistung in der österreichischen Textilindustrie. 600 Köpfe, die eigenständige Patente zum Patentportfolio der österreichischen Industrie im Bereich der Textilwirtschaft beitragen. Und wie gesagt, an vorderster Front diesbezüglich Lenzing und Voith. Und ansonsten haben wir natürlich es mit einer kleinen und mittelständisch strukturierten Industrie zu tun, wo sich die Patente sehr stark auf viele Unternehmen verteilen. Das war die Frage, können wir überhaupt verstärkte Auftragsvergaben für die österreichische Textilindustrie vorsehen? Jetzt komme ich zum zweiten Teil der Frage, nämlich sollen wir das? Und diese Fragen wurden vor allem von Riskre, Kollege Berra ist auch da, beantwortet. Und schließlich gab es Fokusgruppen mit der Verwaltung und mit der Wirtschaft, wo wir uns der Frage gewidmet haben, was wäre denn konkret zu tun? Welche Maßnahmenvorschläge könnten wir dem Minister unterbreiten, um die Auftragsvergabe im Inland zu stärken? Aber zunächst einmal zur Frage, hat der Herr Bundesminister eigentlich einen validen Punkt, wenn er sagt, ich möchte Wertschöpfung und Beschäftigung im Inland stärken durch Auftragsvergaben des Verteidigungsressorts? Ja, er hat einen sehr validen Punkt, nämlich wenn wir uns die vergangenen Auftragsvergaben anschauen, ich danke ganz herzlich dem Verteidigungsressort, dass sie uns die Daten vertraulich zur Verfügung gestellt haben, dann stellt man fest, dass wir insbesondere bei den großvolumigen Aufträgen in den letzten Jahrzehnten nicht mehr zum Zuge gekommen sind. In den letzten Jahren immer weniger, früher mehr. Denken Sie an Unterleibchen, denken Sie an Strumpfwaren etc. Je größer, großvolumiger ein Auftrag ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht nach Österreich vergeben werden konnte, aus Gründen des Kostennachteils hier am Standort. Punkt 1. Und Punkt 2, wir haben ja ein gemeinsames Interesse daran, dass wir die inländische Wertschöpfung und Beschäftigung fördern. In den letzten Jahren war es so, dass der inländische Wertschöpfungsanteil bei rund 20% lag. Bei den Auftragsvergaben des Bedarfsträgers. Der inländische Wertschöpfungsanteil in der österreichischen Textilindustrie insgesamt liegt aber bei rund 50 Cent. Das heißt, Sie sehen, wenn wir das intelligent, smart anstellen, dann sollten wir durch öffentliche Auftragsvergaben eigentlich ein beträchtliches Potenzial zugunsten der österreichischen Textilindustrie mobilisieren können.
Wovon reden wir da ganz konkret? Wir haben untersucht 73 Millionen Euro an Auftragsvergabe. Davon sind 34 Millionen nach Österreich vergeben worden. Der Rest ist an ausländische Anbieter vergeben worden. Und von diesen 34 Millionen sind dann im Inland schließlich über die verschiedenen volkswirtschaftlichen Analyseebenen hinweg 14 Millionen wirksam geworden. Und das wollen wir gemeinsam ändern. Und das Ganze ist auch deswegen noch besonders lohnenswert, weil wir jetzt sozusagen nur mit der Speerspitze beginnen möchten, nämlich der Auftragsvergabe im Bereich des Verteidigungsressorts. Herr Minister, Sie sind ja nicht müde geworden, darauf hinzuweisen, als Sie die Studie auch begleitet haben. Das ist ja nur der Beginn. Wir hätten ja Multi-Use und Dual-Use-Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der vielen anderen Sicherheitsorganisationen. Denken Sie an die Polizei, denken Sie an die Feuerwehr, denken Sie an viele andere Uniformträgerinnen und Uniformträger. Das heißt, hier würden wir im Prinzip einen Showcase generieren für andere sicherheitsbezogene Organisationen. Und wie wir schon bei einer früheren Studie mal im Kontext der ÖBB gezeigt haben, wenn wir einen fähigen inländischen Showcase haben, dann stärkt das natürlich auch wieder die Exportchancen der österreichischen Industrie auf ausländischen Märkten. Wir sind so gut im Bereich der Textilindustrie, wir sollten eigentlich auch in der Lage sein, ausländische Armeen zu beliefern oder ausländische Polizeien und Feuerwehren. Das ist sozusagen das Potenzial, was in dieser Studie drinsteckt. Damit komme ich auch schon zum Ende. Was schlagen die Fokusgruppen vor? Wir möchten nahelegen, dass wir einen Cluster im Bereich der Textilindustrie, insbesondere für sicherheitsrelevante Beschaffungen, bilden. Das wird man aufgrund der industriellen Struktur, die vom Burgenland bis Vorarlberg reicht, nicht physisch realisieren können. Das wird ein virtueller Cluster sein, aber das sollte in Zeiten moderner Kommunikationsmedien auch per se kein Problem sein. Es gibt einen wesentlichen Fortschritt bereits im Bereich der innovationsfordernden öffentlichen Beschaffung. Nämlich, es gibt einen ganz kleinen Teil des europäischen Vergaberechts, der ausgenommen ist von den üblichen Regeln, nämlich wenn ich besonders innovationsorientiert unterwegs bin. Und das möchten wir natürlich bewusst verstärkt nutzen, dass man Co-Entwicklung betreibt. Der allerwichtigste Punkt, und das ist de facto von Seiten der Politik schon umgesetzt worden, das ist der Umstieg vom Billigstbieterprinzip zum Bestbieterprinzip. Nämlich der Minister hat ja gar nicht mal primär eigentlich im Auge die Stärkung der inländischen Wertschöpfung und Beschäftigung. Primär bei Ihrer Ressortverantwortung ist einmal die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten. Und das bedeutet natürlich, Sie müssen auch unter Aspekten des Gesundheitsschutzes, unter Aspekten des Einsatz, der Einsatzfähigkeit natürlich das bestmögliche Material beschaffen. Und deswegen sagen wir, über das Bestbieterprinzip können wir eine ganze Reihe von Kriterien, arbeitsrechtlicher Schutz, Umweltstandards, Gesundheitsschutzstandards, Resilienzaspekte, die Verlässlichkeit von Nachschub, auch im Krisenfall, können wir sicherstellen durch das Bestbieterprinzip und nicht durch das Billigstbieterprinzip. Da profitieren dann österreichische Unternehmen entsprechend. Was wir also vorschlagen, sind ganz viele Einzelmaßnahmen, die reichen von dem verstärkten Einsatz von Gütesiegeln bis hin zur Bereitstellung von Unterstützungsleistungen vor Ausschreibung. Und am Ende ist die Konklusio aus Sicht der industriellen Vereinigung, ja, es braucht beides. Einerseits die unsichtbare Hand des Adam Smith und andererseits die sichtbare Hand der wirtschaftspolitischen Gestaltung durch Sie. Vielen Dank. Ja, so ungefähr 3 bis 4 Jahre soll es noch dauern, bis alle Soldaten des österreichischen Bundesheeres die neuen Uniformen haben. Wir sehen sie hier noch im Hintergrund. Die werden gerade fotografiert und daneben steht Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil, der uns erzählt hat, dass eine so eine Uniform 66 Euro kostet, damit man sich vorstellen kann, wie teuer oder wie billig sowas ist aufgrund der hohen Stückzahl. Also nicht so teuer und es gibt nur ein Modell insgesamt, also für alle verschiedenen Einheiten, egal ob Panzerfahrer oder Funker oder Sanitäter, wie auch immer, außer beim Jagdkommando, da gibt es eine leicht unterschiedliche Uniform, die sich also leicht von den neuen typischen Uniformen unterscheiden wird.